Hallo ihr Lieben da draußen, ich melde mich einmal kurz aus meinem Garten, beziehungsweise ich werde noch meinen Garten stratzen gleich im Video auf jeden Fall. Vorweg aber noch ein paar Worte. Mich haben nach meinem vorletzten Video zahlreiche Nachrichten erreicht, ob unter meinem Video oder per E-Mail oder über WhatsApp und Instagram. Es sind mehrere hundert. Ich bin total baff und sehr berührt von dem, was mich da erreicht hat, in verschiedenster Form, persönliche Schicksale, Hilfeangebote, geht so in verschiedene Richtungen. Das ist, hat mich wirklich sehr berührt, auch wie es anderen da draußen geht, dass es, ich im Grunde genommen nicht allein bin, was ich generell weiß. Ich habe ja nun auch darüber erzählt, aber jedes Schicksal ist dann halt nochmal speziell und ja. Auch an dieser Stelle an euch da draußen, euch wünsche ich alles Gute, dass es für euch auch vorangeht wie bei mir. Auch wenn es im Moment mal schwieriger aussieht, habe ich meinen roten Lebensfaden und es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und ja, deswegen, ja, das einmal so dahingestellt. Ich möchte auch gar nicht so viel drauf eingehen. Ich habe von diesen ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, es sind unglaublich lange Texte, wenn ihr mal in das Video reinguckt. Darunter, ich habe sehr viel schon beantwortet. Ich habe, glaube ich, jetzt noch ungefähr 100 übrig. Ich hatte mir auch vorgenommen, diesmal zu antworten, wenn ich den Raum dafür habe. Jetzt kommt gerade der Zug oder schon wieder vorbei. Ja, was möchte ich erzählen? Jetzt habt ihr die Amsel gehört. Bei mir brüten ja Amseln im Bunker. Ja, ich habe viele schon beantwortet, auch E-Mails, aber lang noch nicht alle. Ihr werdet aber eure Antworten, denke ich, noch bekommen. Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen und möchte das auch ganz gerne. Dieser gewisse Austausch, der dann da über E-Mail zum Beispiel stattfand, der war auch sehr schön. Auch wenn ich sagen muss, ich habe es ja auch in dem Video gesagt, dass so gerade Schreiben und so, das ist für mich ein bisschen energieaufwendiger als für andere Menschen wegen Konzentration und so, also Akku. Das hat nichts damit zu tun wegen Inhalt und so. Ich kann gerade so die Schicksale, das kann ich sehr gut lesen, das zieht mich nicht runter oder so. Ich habe da Mitgefühl, Mitleid wäre ungesund. Ja, und das war ja auch gar nicht meine Intention mit dem Video, da irgendwie Mitleid zu erregen, oder ich hatte auch irgendwie gar nicht vor, einen Spendenaufruf oder sowas zu machen. Ja, aber dann lief das irgendwie alles in andere Richtungen. Ich habe es im Video selber ja schon gesagt, es geht mir in der Gesellschaft um mehr Mitmenschlichkeit, mehr Mitgefühl. Aber im Grunde genommen wollte ich auch die Menschlichkeit zeigen. Ich habe was gemacht, was natürlich ein bisschen kontrovers angeschaut werden kann. Aber ich muss sagen, ich habe so viele positive Nachrichten gekriegt. Das ist die ganz wenigen. Ich musste wirklich nur drei Leute auf meinem Kanal sperren, weil das richtig beleidigend wurde, also ausgeschrieben beleidigend. Und ich als Creator habe dann da halt auch die Möglichkeit gegenzusteuern. Das muss nicht sein. Ich habe das auch gesagt, dass solche Sachen dann gelöscht werden. Das ist auch keine Grundlage. Das bedeutet nicht, dass ich grundsätzlich etwas Kritisches gelöscht habe, wie unter den Kommentaren auch gesagt wurde, schade, dass du kritische Kommentare löschst. So ist es nicht ganz, es ist ein Unterschied. Also es gab kritische Kommentare, die ich nicht gelöscht habe, das könnt ihr auch sehen. Und dementsprechend habe ich da auch geantwortet und das hat mich nicht verletzt oder so. Das hat mir eher geholfen zu wachsen, auch dort die richtigen Worte zu finden. So könnte ich das ausdrücken. Nun gut. Ich möchte das Thema hier abschließen. Ich habe auf jeden Fall vor, da noch ein Video zu drehen. Das wird auch ein Video sein, was in der Woche kommt. Ich möchte schon so beibehalten, dass es freitags um Garten geht. Ob es jetzt jeder Freitag in der Zukunft sein wird, das glaube ich nicht, weil ich nach meinen Energien lebe und das hier alles mache. Weil so kriege ich das gut hin, so kriege ich so mein Gleichgewicht, mein Flow. Und deswegen, jeden Freitag wird das nicht passieren. Ich werde auch mal Pause haben. Ich möchte auch im Sommer jetzt irgendwann eine Pause haben. Da kann ich mir sehr gut im Juli, August vorstellen, dass da irgendwann in diesen Zeiten mal eine Weile nichts kommt. Könnte aber auch sein, dass ich vorher ein paar Videos drehe, die ihr dann gucken könnt, während ich dann diese Zeit habe. Aber da fliegt gerade ein großer Weißling durchs Bild. Ich glaube, den konntet ihr nicht sehen. Obwohl, ich habe ja schon gesagt, im letzten Garten-Video vom Freitag, das besagte Video war am Mittwoch und das Gartenvideo war am Freitag. Beim Freitag
handelt es sich um ein Video, was vor dem Mittwochvideo entstanden ist. Das habe ich im Mittwochvideo auch gesagt. Das wollte ich aber mal für den chronologischen Verlauf noch mal kurz klarstellen, weil da ein bisschen Missverständnis war. Das habe ich in den Kommentaren gelesen. Die dachten, ah, Lars, dir geht's wieder besser. Nein, das war das Video vor dem Gartenrundgang. Dennoch, mir geht's besser. Mir geht's wirklich viel besser. Ich habe Unterstützung bekommen und so weiter und so fort. Das möchte ich aber euch alles in einem separaten Video erklären. Ich möchte jetzt viel lieber den Fokus wieder auf den Garten lenken und auch hier so ein bisschen drauf. Ich habe ja gerade meinen roten Faden verloren. Denn ich glaube, ich wollte darauf hinweisen, dass das, was ihr jetzt gerade seht, ganz, ganz neue Aufnahmen sind. Ich probiere mal mit meinem neuen Handy rum. Gab eine Vertragsverlängerung, gerade glücklich zu dieser Zeit, für einen ganzen Euro. Echt toll. Da war sogar ein Grillbein, Gasgrill. Das war aber nur so icy on the cake. Ich war gar nicht drauf hinaus. Viel toller fand ich, dass mich das eher die nächste Zeit entlastet, weil die ersten 3 Monate Beitrag, wie sagt man? Also ich muss die ersten 3 Monate nichts bezahlen. Somit habe ich die nächsten Monate mehr Luft zum Leben. Also das ist sehr gut. So, ich schweife ab. Ich habe ein bisschen was gemacht. Und ich habe das schon immer angekündigt. Ich wollte eine Außenküche bauen. Und dieses Ding hier, wo ich jetzt gerade zwischen sitze, das soll sie werden. Sie ist es natürlich noch nicht, obwohl man kann sie schon so betrachten. Ich habe aber auch schon gemerkt, ich habe gerade den Sven zu Besuch gehabt zum Frühstücken. Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch so gute Laune, der liebe Sven, ein ganz feiner Kerl. Ja, aber ich habe schon gesehen, das ist nicht ganz waagerecht. Also das hier ist wahrscheinlich mal so ein Stückchen zu niedrig. Das heißt, das werde ich noch alles irgendwie anpassen müssen. Also wahrscheinlich nochmal alles runter, wieder hoch oder Steine drunter packen. Jetzt kommt der nächste Zug. Ja, jetzt ist mal Hochbetrieb. Normal kommen die vielleicht eine halbe Stunde, aber ihr hört das, kommt und geht, egal. Er spielt jetzt auch nicht so die Rolle. Ich lasse mich wieder viel zu viel ablenken, aber das ist gerade so, ist auch okay. Das, was ich hier stehen habe, rechts neben mir, links von euch gesehen, ist ein, na jetzt komme ich gerade nicht drauf, ein Holzvergaser. Den habe ich von den Waldgeistern, was war denn das? Nicht jetzt den Winter, den wir hatten, sondern das Jahr davor. Kann auch im Herbst gewesen sein, ich glaube im Herbst sogar schon. Haben sie mir zugeschickt, das haben sie recycelt. Es hat hier auch so einen Auspuff und besteht aus verschiedenen Sachen. Das zeige ich euch irgendwann mal im Detail. Ne, hier, das gibt so ein bisschen Innenleben. Guck, hier so Schrauben, alles recycelt, alter Topf. Soweit ich weiß, sind das hier so alte Gemüsekisten, irgendwie, ne? Dosen vielmehr, große und Griff angeschweißt und so. Toll, der war noch nicht einmal im Gebrauch, den habe ich vor Regen geschützt, weil der natürlich regenempfindlich ist. Oder sag ich was, morgen soll es regnen. Oh Mann, gut, ich drehe dieses Video, weil ich wollte den... Oh, ich hätte den echt nicht mehr weggepackt. Oh, das wäre eine Katastrophe. Also der muss unbedingt hier vor oben, kriegt noch ein bisschen Flugrost. Ist aber alles kein Drama. Ja, das ist der Nachteil bei dem Ding, aber ich könnte mir vorstellen, auf lange Zeit hier irgendwie... Ich bin zwar nicht so ein Fan von Lackieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den trotzdem lackiere als Schutz. Nur da, wo es halt nötig ist. Ne? Also wenn ich das hier jetzt... schön lackiere mit hitzebeständigem Lack. Es gibt ja hier so für Motoren, bei Autotunern und so gibt es ja Lack für die Motoren, die richtig Hitze aushalten. Sowas stelle ich mir hier auch vor. Und dann hätte ich ja einen Langzeitschutz und dann macht das Ganze ja schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Ja, Holzvergaser, das wird spannend. Und hier oben drauf kann man dann halt kochen und hier unten drin kann ich meine Aktivkohle herstellen, Holzkohle. Also ein richtig tolles Gerät. Waldgeister kann ich übrigens euch nur empfehlen. Ganz toller Kanal. Super, super viele Informationen. Seid auch gegrüßt an dieser Stelle, falls ihr das sehen sollt. Auch nochmal vielen Dank für das Ding. Ich bin da super, super happy mit. Macht mir sehr viel Freude, das schon hier zu haben. Sehr lang und alles hat immer seine Zeit. Und jetzt ist das soweit. Ich habe immer an die Außenküche gedacht. Ich wollte auch nicht, dass das verrostet. Und somit war das immer geschützt irgendwo. Erst lag es lange zu Hause bei mir. Jetzt ist der Bunker soweit trocken nach dem Winter, dass ich das dann irgendwann hierher habe, obwohl es zwischendurch auch drüben bei den Jungs gelagert. Ja, und hier ist mein selbstgebauter Grill, den habe ich mal selber gebaut in meiner Lehre aus Edelstahl. Oh, ist ein bisschen fettig. Ich habe nämlich gerade am Wochenende gegrillt, ich hatte den Klaus zu Besuch. Erinnert ihr euch noch an das Video, die länger bei mir sind? Ich hatte letztes Jahr im Oktober ein Video mit ihm gedreht, der Klaus, der
kommt aus Kiel, macht auch ganz viel Garten, aber auch außerhalb des Gartens. Ich sehe mich auch nicht als rein Garten-YouTuber, kann man so nicht sagen. Ich glaube, das stimmt einfach bei mir nicht, auch wenn nahezu alles hier passiert. Gerade so, wenn ich an die Zukunft denke, wird noch viel mehr passieren. Hier wird auch ganz viel Kreatives passieren. Das seht ihr jetzt schon hier hinten. Das habe ich immer größtenteils vernachlässigt, weil das da hatte Priorität mit dem Gemüse. Und deswegen, ja, so eins nach dem anderen, Step by Step. Oh, da habe ich mich gerade verschluckt. Der war ein Frosch im Hals, wie auch immer. Ja, und den Klaus hatte ich hier zu Besuch und wir haben schön gegrillt. Wann warst du da, Klaus? Freitag, ne? Ich hatte ja schon Freitag gedacht, wir haben Samstag. Ich bin voll durcheinander gekommen, dann gab es hier noch Gemeinschaftsarbeit und so. Ich hatte auch, nachdem ich das Video gedreht habe, ging es mir schon besser. Das tat mir richtig gut. Auch den Tag mal ein bisschen Wut rauszulassen. Also ich hatte noch persönliche Gespräche, so durch Begegnungen im Alltag. Und das tat richtig gut. Und auch durch die Unterstützung, die ich gekriegt habe. Und ja, das war für mich schon eine Art verarbeitender Prozess, weil ja, alles, was immer so ein bisschen Depri wirkt für die Menschen, das mag man ja, ne? Das hat ja auch eine Wirkung, eine negative. Mir hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, oh, ich habe dein Video gesehen, jetzt geht's mir schlecht. Und das kann ich verstehen. Also das ist dann aber mit Leid. Das ist dann nicht gesund, aber es liegt auch meistens daran, dass die Person dann auch was mit sich bringt, warum es dazu kommt. Ja, deswegen, jeder ist unterschiedlich empfänglich. So, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Mitleid. Achso, ich hatte den Klaus da, Tag. Ich wollte ein bisschen davon erzählen, dass es mir nach dem Video gut ging und mir es dann Sonntag richtig gut ging. Jetzt hatte ich die letzten zwei Tage richtig strapaziöse Tage. Es ging mir noch sogar noch schlechter als in dem letzten Video. Und da habe ich mich jetzt wieder rausgeboxt. Ihr seht mich lächeln. Ich bin zwar super erschöpft, auch mein Körper braucht Erholung ohne Ende. Ich merke das. Ich habe öfter auch mit meinem Fuß Probleme. Ich muss eigentlich mal zum Arzt. Ich hatte im Winter eine Panikattacke und dann war das Bett stärker als ich. Ja, ich will da gar nicht zu viel von erzählen. Auf jeden Fall, ja, kann alles Mögliche sein. Eigentlich würde ich gern zum Arzt das mal röntgen lassen, aber ich verkneife mir das die letzten Monate. Hat alles so Priorität. Ich muss einen Teil meiner Rechnung selber zahlen. Das sind 10%. Das ist eine sehr ungünstige Lage in meiner Lage. Ich komme da auch nicht raus. 10% immer von allen Rechnungen. Und deswegen muss ich mir das verkneifen. Jetzt im Moment habe ich wieder mehr Probleme. Ich bin heute auch, als ich den Sven abgeholt habe vom Marktplatz, bin ich hingestratzt. Und auf einmal kann ich nicht mehr auftreten. So äußert sich das. Ist aber nicht die einzige Stelle. Ich hatte schon immer ein bisschen Probleme. Am besten komme ich zurecht, wenn ich barfuß laufe oder in Barfußschuhen, dann habe ich super wenige Probleme. Da hat man noch ein ganz anderes Laufverhalten. Mit solchen dicken Sohlen ist das schon wieder ein Angeschichte. Was erzähle ich hier einfach? Eigentlich wollte ich euch ein bisschen was zeigen, so, weil es ist super, super schön im Garten. Es ist auch warm, obwohl es keine Sonne gibt. Morgen soll es regnen, wie gesagt. Und ja. Kann ich euch überhaupt noch was zeigen? Wollt ihr überhaupt noch was sehen? Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Am liebsten würde ich einen Gartenrundgang machen, weil mir das selber ja auch so gut tut. Aber ich möchte euch nicht über Filme Gartenrundgänge, weil letzte Woche Freitag erst einen gab. Deswegen, ja. Ich möchte auch nicht irgendwelche neuen Titel erfinden, um euch ein und dasselbe, ich sag mal, anders zu zeigen oder so, nur aufgrund des Titels. Aber es ist gar nicht leicht, irgendwie immer Titel zu finden. So, ich hocke hier die ganze Zeit. Selbstgebrauter Grill. Das Ding, ihr könnt das sehen, das ist im Aufbau, die Dinger hier, oben soll dann so ein Dach drauf. Mal gucken, wie ich das alles genau mache. Ich möchte natürlich nicht, dass das irgendwie tangiert und Flammen fängt. Luftdurchzug, da muss ich auch ein bisschen was beachten. Das lasse ich aber, das lasse ich sich entwickeln. Und wenn ich nachher kleine Löcher reinbohre rund oder so, ist ja alles möglich. Ja, hier habe ich gewütet, nebenan habe ich gewütet, ein bisschen was schön gemacht, jede Menge eingepflanzt an Tomatenpflanzen. Aber ja. Was haltet ihr davon? Ich gehe mit euch rum, ich packe mich hinter die Kamera und wir gehen einfach mal so wackelig durch meinen Garten und schauen uns die eine oder andere Ecke an, die einfach schön ist. Ich setze mich vielleicht hier und da mal hin und ja, es ist einfach so, so, so schön und Labarababar, ich zeige euch ein bisschen was. Ja, los geht's. Achso, mitnehmen, ne? Upsi. So, ich kann euch das ja noch mal ein bisschen zeigen. Das ist hier so der Holzvergaser. Richtig toll. Ich habe hier noch so ein paar scharfe Kanten, die will ich noch mal entgraten. Ich möchte ja nicht, dass sich irgendein Gast hier verletzt dann aus Versehen. Aber ansonsten ist das Ding echt geil. Gehwegplatten. Mein selbstgebauter Grill. Oh, der macht mir so viel Freude, ne? 20 Jahre, über 20 Jahre ist er alt.
So, und hier Zwiebeln. Habe ich mal ein bisschen gemulcht und so. Hier kann sich der. Jetzt mache ich irgendwie doch einen Gartenrundgang. Ich kann irgendwie nicht anders. Ja. Ne, das ist ja Postelein oder Portulak, wie auch immer es ausgesprochen wird. Übrigens, haha, jetzt fällt mir was ein. Thema Queke. Ne? Es heißt ja Quecke, sagen alle. Ich kriege immer Kommentare unter meinem. Es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich im Volksmund auch Queke genannt wird. Ich hatte hier jemanden zu Besuch aus Niedersachsen und die Person kannte das Beikraut, Unkraut. Mittlerweile sage ich sogar Heilpflanze, weil es gibt sogar mega Positives darüber zu berichten. Ist eine sehr, sehr gute Pflanze, hat tatsächlich in den Wurzeln mega gute Inhaltsstoffe. Ich habe aber vergessen, wofür das war. Sie ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber im Volksmund heißt es auch Queke. Also, ne, ob ich quecke oder Queke sage, für mich jetzt eine Win-Win-Situation nicht, liegt immer richtig. Richtig schön. So, und oh, das möchte ich euch zeigen. Guckt euch mal das an. Da, richtig schön, die ganzen Äpfel. Oh, ich habe einen Weitwinkel an, merke ich gerade. Ist ein bisschen anders. Das werde ich mal kurz umstellen. So finde ich das jetzt. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr den Weitwinkel fandet. Ich habe jetzt gerade nicht so aufgepasst, wie das gewirkt hat. Oh, ich habe ein bisschen Wackelhände. So, Totholzhecke. Ich muss sagen, bei dieser Geschichte bin ich viel zu nah dran an den Beeten. Vielleicht ist die Weitwinkelsache doch mal erprobenswert. Komm, wir stellen wieder um. Könnt ihr doch viel mehr sehen. Doch eigentlich eine richtig schöne Sache. Da habe ich noch ein paar Sachen stehen und so. Hier ist natürlich Beikraut drin. Aber meine Bananenpflanze, die kommt richtig gut. Und wenn ihr mal sehen könnt, natürlich könnt ihr sehen, da mein neuer Gaul, mein neuer Alter, den habe ich vor Jahren im Keller gehabt. Und dann kommen wir auch zum Thema Fahrrad. Ich habe das Fahrrad, was ich hatte, verkauft, weil ich dies hier reparieren konnte. Und ich freue mich, dass ich das jetzt habe. Ich kann da richtig mit flitzen mit. Macht richtig, richtig Spaß. Also ich habe einen fahrbaren Untersatz. Das andere war ein bisschen besser, weil da war Schutzblech alles drin wegen Regen und so weiter. Natürlich auch interessant. Ich hoffe, ich bin jetzt scharf. Ne? Ich mache so ein bisschen Gegenlicht. Ich kann mich auf der anderen Seite jetzt nicht sehen. Ich weiß auch gar nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Mittlerweile sind da ja unendlich. Ich sehe da vier Stück. Mann, das eine geht da richtig tief rein. Spannend. Ja, also ich habe einen fahrbaren Untersatz, weil ich auch da Angebote gekriegt habe. Und Fahrrad habe ich. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich komme von A nach B. Und das Ding macht richtig, richtig Spaß. Das ist mein Renngaul, könnte man sagen. Macht Laune. So, und hier guckt euch die Malven an. Richtig schön. So, oh, ich kann euch sogar abstellen. Da guckt euch das an. Richtig schön. Also ich finde, die neue Kamera macht schöne Aufnahmen. Beziehungsweise das neue Handy. Ach, herrlich. Und dann hier überall Mond zwischen. Da könnt ihr es auch sehen. Überall rote Tupfer. Mega schön. So, ich provoziere das mal hier so ein bisschen scharf und scharf. Möcht ihr wissen, wie die neue Kamera arbeitet? Oh, hier, guckt euch das an. Herrlich. So, und jetzt gehen wir hier mal lang. Guck, hier könnt ihr sehen, ohne Ende Brennnesseln. Habe ich mehr als genug von. So, und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen rum. Leute, das macht richtig Spaß mit der Kamera. Ich bin gespannt, wie das Video nachher wird. Das werde ich auch unverändert lassen. Also gebt mir da gerne mal irgendwie Feedback, wie euch das gefällt. Also es geht nicht darum, jetzt irgendeinen Perfektionismus zu erreichen, sondern wie es für euch angenehm ist zu gucken, weil bei mir geht es generell immer um Inhalt. Wenn ein bisschen Farbe und Erlebnis dazu kommt, das versuche ich dann auch immer. Und vielleicht habt ihr da ein bisschen Feedback für mich, darüber würde ich mich freuen. Ich versuche jetzt mal immer in die mittlere Kamera zu gucken. Ja, und ich stehe jetzt vor den Artischocken, die muss ich euch zeigen, die kriegt immer einen weiteren Schub. Sven, der war auch total begeistert vorhin, der ist hier rumgelaufen, zwei, dreimal durch den Garten und wollte, er sagt so, oh, ich möchte viel mehr über Pflanzen erfahren und ja, ist einfach schon eine ganz andere Geschichte jetzt. Ja, ich freue mich da auch drauf, auch euch noch was beizubringen, denn ich habe es nicht vergessen. Es gibt das Thema Humushütte bei mir noch und das wird auf jeden Fall kommen. Das ist auch dann so ein Thema, was ich in die Woche packe, denke ich mal, statt Freitags. Und ja, bei den Humushütern, da werdet ihr noch ganz tolle Sachen erfahren, denn ihr werdet erfahren, wie die Pflanzen sich ernähren, wie das genau funktioniert. Ich weiß das schon.
Aber es gehört natürlich auch ein bisschen, ja, da ist es wirklich ein bisschen Arbeit, weil ich natürlich recherchiere und mich hinsetze und dann so die wichtigen Sachen raussuche, damit ich euch das noch natürlich gebührend, nee, damit ich euch auch das Wissen weitergeben kann, was jemand über Jahrzehnte in der Praxis angewandt hat. Mega gut. Also die Humusphäre von Herwig Pommersche, wer das Buch noch nicht hat, besorgt euch das. Also wer das nicht abwarten kann, ihr könnt, das ist so geil, also ohne Scheiß. Ich habe das noch nicht ganz gelesen. Ich rede so optimistisch drüber. Ich kenne seine Videos, deswegen kenne ich schon so den Inhalt, was auf mich wartet. Ich habe auch schon drin geblättert. Und den Anfang habe ich gelesen, aber ich arbeite mich nach und nach durch. Oder lese mich nach und nach durch. Arbeit möchte ich gar nicht so gerne sagen bei sowas. Ne? Das ist ja dann auch ein Vergnügen. So ist es ja nicht. Und dann möchte ich euch gerne sehr, sehr viele tolle Infos an die Hand geben. Und ich möchte das natürlich auch in der Praxis machen, Praxisvideos. Habe ich ja ursprünglich so angekündigt. Kann aber sein, dass das so ein bisschen auch in meine Videos einfließt, dass ich vielleicht auch mal eine große Folge mache nach Herwig Pommersche, weil der hat das richtig gut gemacht. Das berühmteste Beispiel für ihn ist, also für mich berühmteste, weil das habe ich am meisten gehört, er hat aus einem Quadratmeter 18 Kilogramm Kartoffeln rausgeholt. Nicht normal, der macht das regelmäßig. Obwohl mittlerweile ist ein bisschen älter, ich weiß nicht, wie aktiv er da noch ist, aber er hat das Zepter weitergegeben, das, was er so gemacht hat. Das führen andere weiter, beziehungsweise ist sehr still geworden. Ich hoffe, da geht mal was weiter und da passiert irgendwas hinter den Kulissen. Aber ja, da gibt es Willi und Miri und die Anja von, du hast deinen Kanal, glaube ich, umbenannt. Ich kann das jetzt gerade nicht sagen. Die haben, die kennen ihn auch und die stecken auch mit den Humushüter drin und ja, wir wollen das ein bisschen verbreiten, dass das nicht in Vergessenheit gerät, weil das sind richtig tolle Informationen, die wir für euch haben. Gibt schon ein paar Videos, ich werde euch das mal bing, oben rechts einverlinken, hier Infokarte und so weiter. Wer es nicht kennt, das ist dieses i oben rechts, das wird nicht bei jedem angezeigt. Da könnt ihr raufklicken oder sonst müssen wir mal gucken, wie das mittlerweile auf Smartphone, Tablets oder wie auch immer funktioniert. Sucht da mal nach Informationen im Video, da sind diese Verlinkungen immer drin, wer das noch nicht kennt. So, hier vor mir die Artischocken, genug gesabbelt. Guckt euch die an. Ist das nicht schön? Das ist so ein schönes Gewächs und das Ding wird immer größer. Richtig groß. Ich stelle das mal hier ab, weil ich kann ja jetzt auch ein bisschen näher ran. Guckt euch das an. Diese Härchen. Wenn man das Härchen sagt. Ich kann die mit bloßem Auge nicht erkennen. Was ihr jetzt in der Kamera seht, ah doch, minimal, aber es ist schon ein Unterschied durch die Kamera. Da oben bei diesen rötlichen. Da, wie schön. Machen wir nochmal. Oh, ist richtig, richtig schön. So, und ansonsten, es passiert so einiges. Es wächst und wächst und wächst. Ich will gar nicht so im Detail dran da irgendwie vorgehen. Auf jeden Fall freue ich mich richtig am Garten. Sollen wir mal ein paar Ecken, so von ein paar Ecken einfach mal durchfilmen? Einmal so ein bisschen Horizont erweitern. Ja, ich werde mich mal ein paar Ecken begeben und euch ein paar schöne Blickwinkel zeigen. Oh, dieser Weitwinkel gefällt mir eigentlich ganz gut. Guck mal, hier der Fingerhut. Und hier, oh, dieser Mond ist so, ich weiß nicht, wie der Rotton rüberkommt. Rot ist immer so eine Farbe beim Film und beim, nee. Also eigentlich ist er ein bisschen samtlich dunkelrot. Ich weiß nicht, wie das jetzt rüberkommt bei euch. Und der schimmert, ne? Also ich versuche mal ein bisschen rein. Kann man das irgendwo sehen, dass was glänzt? Ah, ich glaube, ein bisschen könnt ihr das erkennen. Oh, ich zitter. Ich kann gerade so nicht halten. Ich ziehe mal weiter. So, ich habe gesagt, dass wir einmal ein bisschen Blickwinkel ändern. Und das tue ich auch. Und zwar, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal als Besucher an meinem Gartenzaun vorbeigehen? Das habe ich öfter so dieses Gefühl, wenn ich da mal ein, zwei Tage nicht da war, dann komme ich an und denke so, oh, was ein schöner Garten. Voll mein Fall. Da ist, ne, wenn es so einen Schub gab an Wachstum, dann ist das eine andere Geschichte. Schaut euch das an. Na, dann komme ich hier dann immer an. Hier vorne ist ja mein Foodtrain stand. Natürlich verrät das, dass das mein Garten ist. Und ich weiß es natürlich auch. Aber es ist schon. Ich habe hier oft Leute, die stehen bleiben und gucken und gucken und erstmal erkunden, was ich hier alles so habe. Und ja, da könnt ihr das schon sehen. Na, heute habe ich echt Hintergrundgeräusche. Ach, hier ist die Hummel drin. Mehrere sogar. Mal gucken, wie nah wir rankommen. Die wollte nicht gestört werden.
Das Schöne ist, ich kann mit diesem Handy mittlerweile auch Zeitlupe machen. Ich habe da gestern, vorgestern mal ein bisschen rumexperimentiert. Und ja, das ist geil. Da kann man richtig die Flügel flattern sehen bei der Hummel und so. Das ist echt der Hammer. Da werde ich euch auf jeden Fall noch Aufnahmen in Zukunft kredenzen. Euch zeigen, wie schön die Natur ist. Und wie unglaublich, also bei der Hummel, das möchte ich mal in Zeitlupe wieder sehen, wie die fliegen. Natürlich habe ich das schon irgendwo mal gesehen, aber ach, so schön. Hier sind sie auch zu Gang. Alles voll Lupinen. Übrigens, ich wollte hier einen schönen Zaun ziehen, Naturzaun, dann wurde das ja verpachtet. Das ist übrigens auch nicht der Zaun, für den ich zuständig bin. Ach komm, ich stiefel hier mal rüber. Ja, hier, das Nachbargrundstück ist übrigens frei, ist noch zu verpachten oder wieder frei und zu pachten. Gestern war ja letztes Jahr war der Tim da. Sei gegrüßt, falls du das siehst. Ich weiß, du hast das vorletzte Video auch gesehen. Ja, und jetzt kriege ich hier einen Margendrahtzaun. Und ich will niemanden diskriminieren an dieser Stelle, bitte. Das ist so hängen geblieben aus früheren Zeiten. Fernsehen und so, ihr wisst, wie das ist. Und dann kommen hier Pfähle rein und ein Margendrahtzaun. Ja, für mich Natur, er musste gemacht werden, der Verein bezahlt das, ich habe keine Mühe mehr, dann wird es hier halt ein Maschengradzaun, kann ich sehr gut mit leben. Ist ja auch eine Kolonie und wenn die das ordentlich haben wollen und schnell, dann ist das halt so. Ich hätte das sonst über Zeit alleine gemacht. Gut, hier sieht es so aus, ach guckt euch das an. Hier kommt die Phacelia, guck mal, die S ist draußen. Da wunderschön, Mensch, das Handy gefällt mir richtig gut. Ja, und hier kann man sehen, wie die Malven hier auch beikommen. Ne? Also die Distel, das macht sich alles breit, richtig schön. Mensch, das macht richtig Laune mit euch. Ich sag ja, das macht Spaß. Soll ich mir mal hier hinsetzen eine Runde? Ach, schau mal. Ist aber schwerer geworden mit dem Handy. Und ich muss sagen, dieses Jahr sieht mein Kurabi auch richtig gesund aus. Egal wo er wächst, also dieser, wie heißt er denn noch, Azurstar, ne? Ja, Azurstar. Die Lekates gibt es noch irgendwie. Ja, das ist schon schöner. Und die Tomaten kommen auch gut und das riecht schon richtig schön. So, dann habe ich hier immer schon so einen schönen Ausblick. Ich hoffe ja hier irgendwann auch mal ein bisschen was sehen zu können, nicht nur leere Fläche. Ja. So, ich will mal weiter stratzen. Hier Beifuß, der da wächst. Ich habe übrigens heute eine Pflanze gekriegt. Hier Kartoffel. Den Acker habe ich irgendwie auch komplett in Ruhe gelassen. Mensch, jetzt zeige ich doch wieder so viel. Ne? Das möchte ich doch gar nicht. Nur der Kohl, den ich angesprochen habe. Und dann kommt die Pflanze von meiner Mutter. Oh, hier. Darauf hat mich Sven vorhin hingewiesen. Guckt euch das an. Und mit der Kamera, sind das nicht schöne Aufnahmen? Man braucht kein teures Equipment. Guckt euch das an. Sieht das nicht schön aus? Ich kann noch mal ein bisschen näher ran. Mal gucken. Wow, guckt euch das an. Ja, was mit den heutigen Handys möglich ist, ist echt der Hammer. Aber ich wackel und wackel, das seht ihr, das ist eine ganz anstrengende Situation hier gerade für mich. Position, Hilfe. Jo, herrlich. Das macht so Laune, echt. Ach, ich wollte euch noch mal was zeigen. Irgendwo habe ich das mal drin gehabt. Ich glaube, bei Instagram. Bei Instagram bin ich übrigens nicht mehr aktiv für alle, die da gerade hinfinden. Ich habe da super viele neue Leute gekriegt nach dem Video. Aber ich bin da nicht mehr aktiv. Aber es gibt viele, viele, ich glaube 444 sogar. Viele 444 Beiträge von mir noch. Also da könnt ihr gerne mal stöbern sehen. Das war ist sehr viel Schönes, was da reingefunden habe. Ich selber habe das noch nicht mal mehr auf meinem Handy. Ich verlasse mich darauf, dass es bei Instagram bleibt und ansonsten ist es halt irgendwann weg. Da sind auch noch meine alten Sachen drin aus dem Bikepark. Wer das mal ein bisschen durchgucken möchte, was ich da damals getrieben habe, Hashtag Bikepark Husum. Und dann könnt ihr mal gucken, was ich früher getrieben habe. Da drüben. Ja. Ohne dem wäre ich nicht hier. Da musste ich aufhören nach 4 Jahren, weil es private Auswirkungen hatte, gesundheitlich, es war so massiv.
Aber dennoch habe ich dann hierher gefunden und habe jetzt einen wunderschönen Garten. Und wie ihr seht und miterleben könnt, tut ihr mir dann auch gut. Ja. Ansonsten gibt es nicht so viel mehr zu zeigen. Außer, dass mein Salat ordentlich angeknabbert wird, wahrscheinlich von Schnöcken. Ich brauche den Tigerschnegel bei mir. Das wäre doch eine. Na, wer kennt den Tigerschnegel? Bin ich ja mal gespannt. Hier. Da. Ah, ich bin so froh, dass ich den ganzen Mohn hier gelassen habe. Ja, jetzt könnt ihr sehen, Lochfraß, Hummel, was suchst du denn am Salon? Du bist verkehrt. Hast du Durst? Spannend. Also hier habe ich auf jeden Fall jetzt mittlerweile Lochfraß, aber das ist okay. Da bleibt noch genug übrig für mich. Und hier ein bisschen bzz, bzz. So, wir wollten mich nicht filmen lassen. Ja. Ach, es wächst und gedeiht. Das ist richtig schön hier. Auch schön, euch dabei zu haben. Und schön, auch wieder so lächeln zu können, weil das hatte ich die ganzen Tage nicht. Mir ging es zwar Sonntag, also ihr könnt euch darauf verlassen. Ne? Bei mir war es immer so, jede schwere Phase, ich nutze das immer als Chance, auch zu wachsen persönlich. Und ich verarbeite dadurch auch so viel. Und deswegen geht es für mich immer voran. Das gibt mir auch diesen Lichtblick aus dieser Situation, in der ich heute noch stecke, rauszukommen. Gerade so die Entwicklung auf YouTube, das gibt mir unglaublich viel Hoffnung. Und Leute da draußen, die glauben, dass ich nichts tue oder so. Normalerweise würde ich Mathe-Nachhilfe geben zum Beispiel. Das fällt alles zurzeit flach. Ich wollte Workshops geben, habe ich ja alles auch angekündigt. Ich habe auch noch ein Projekt in Friedrichstadt, wo ich helfen soll. Alles zu seiner Zeit. Und hier neben mir noch das Beet. Ihr könnt sehen, da kommt jetzt ordentlich was. Erbsen, Rotkohl, der ist gut angewachsen. Die Radieschen. Man sieht auch schon ein bisschen Möhren dazwischen, zwischen den Radieschen. Dann haben wir zwei Reihen Erbsen, Mangold. Ja, Blumenkohl, der wurde aber irgendwie, der eine wurde weggefuttert zum Teil, macht aber nichts. Ich habe noch ein paar rumstehen, irgendwas findet sich noch. Ja, sonst kommt da was ganz anderes rein. Und hier der Kohlrabi, der sieht auch gut aus. Oh, seht euch das an, was ein tolles Feld. Hm. Ich habe ja letztes Mal im Video auch hier hinter mir den nennt sich das nicht Reisighaufen? Ich glaube irgendwie so. Wenn das jemand weiß, schreibt mir nochmal bitte in die Kommentare. Das würde ich gerne wissen, wie man einen Reisighaufen definiert. Weil es geht ja um Vögel, um angestapeltes Holz, Äste, wie auch immer. Vielleicht ist es einfach reisig dann. Ich habe einfach keine Ahnung. Ja. Und hinter mir sieht es auch schön aus. Guck mal, die Sonnenblumen sind alle angewachsen. Eine Riesenfreude. So, hier sind wir dann auch durch für heute. Es gibt noch jede Menge, was ich euch erzählen möchte in einem weiteren Video dann als Reaktion auf die, ja, auf das Video von letzte Woche. Ich will jetzt nicht alles privat offenlegen, das habe ich da auch schon gesagt, aber die positiven Neuigkeiten unterbreiten und ich habe ein bisschen was vor, auch mit euch. Ich habe mich dazu entschieden, sogar meine Schlachtzahl zu erhöhen. Jetzt im Moment habe ich ziemlich viele Ohren. Oh, jetzt zittert das schon. Ich muss mal gucken, dass ich das anders halte. Es geht gerade nicht anders. Ich bin zu faul, das Stativ zu holen. Ja. Also im Moment habe ich ziemlich viel Bürokratie um Ohren. Sogar noch mehr als vorher. Und das stresst mich auch. Das kostet unglaublich viel Kraft. Aber alles zum Guten. Es gibt gute Möglichkeiten. Aber das werde ich dann halt alles da in dem Video erzählen. Sofern es euch interessiert. Die anderen sollen gerne die Gartenvideos gucken, wenn sie da kein Interesse haben. Ihr sollt euch sowieso immer frei fühlen. Da haben sich Leute beschwert, dass sie Unterhaltung sehen wollen und gab es dann auch. Ich denke mal, jeder kann frei entscheiden, was er sich anguckt und anklickt hier bei YouTube und deswegen ja, fühlt euch frei, was ihr gucken wollt. Guckt das andere nicht. So, an dieser Stelle möchte ich Danke sagen, dass ich euch mitnehmen konnte. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank fürs bis hierher kommen. Ich schweife ja gerne mal ab mit allen. Und ja, ich bin Hunde kaputt und müde. Und werde jetzt gleich nach Hause und auch versuchen zu schlafen. Denn ich habe die ganze letzte Zeit so wenig Schlaf gekriegt. Ich muss aber sagen, jetzt 2 Tage habe ich das erste Mal wieder schlafen können. Also längere Zeit, mehr als 3-4 Stunden, die ich schlecht geschlafen habe. Aber heute Morgen bin ich irgendwie trotzdem schweißgebadet aufgewacht, weil ich irgendeinen Mist geträumt habe.
Aber das ist dann trotzdem noch ein guter Schlaf gewesen. Aber ich bin kaputt und müde, weil wenn man so einen Mist träumt, dann hat man in der Nacht dann halt was verarbeitet, was man tagsüber weggedrückt hat, beziehungsweise nicht verarbeiten konnte, wie auch immer man das sagen möchte. Und ja, ist schon okay, kann ich sehr gut mit leben. Jetzt entdecke ich gerade eine Pflanze. Nee, es gibt keine Verlängerung. Oder doch? Also für die, die dranbleiben und mir noch helfen wollen, ich habe hier ein Gewächs, bei dem ich rätsel, was das ist, was auch das erste Jahr bei mir auftaucht, aber ich glaube, das könnte das. Naja, gleich. Ich möchte mich bedanken erstmal und Tschüss sagen. Oh, Lars, find mal einen Punkt, ey. Oh. Ja. Alle Leute, die mit mir privat zu tun haben und das mit meinen Sprachaudios kennen, die kriegen auch mal lange Nachrichten ab. Also wer auch immer sich mal auf mich einlässt mit WhatsApp-Handy irgendwie, ich telefoniere fast gar nicht mit meinem Handy, ich telefoniere generell total ungerne. Wenn ich mich jetzt mit irgendjemandem verabrede, unterwegs bin, um kurz mal was zu klären, sehr gerne, dann ist das aber organisatorisch, aber schwatzen übers Handy ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich bin aber ein Audioschwatzer, das hilft mir sogar zu verarbeiten. Ja. Aber würde es das Telefonieren auch, ich habe das auch ausprobiert, aber das finde ich viel zu stressig. Auch wenn es oft lange Gespräche sein können. Ja. Ich könnte mich auch hier drauf jetzt gerade wieder schlafen legen, wie letztens im Video. Ich zeige jetzt alle, die dran geblieben sind, jetzt mal das Beet vor mir. Und zwar wächst hier drin, also hier sollen auch alles raus, ne? Außer die Kartoffeln halt. Hier sind Kartoffeln, der Rest kann raus. Das, was hier wächst. Das ist doch nicht Ackerschachtelheim oder Fünffingerkraut oder irgendwie sowas. Wisst ihr das? Also hier, ich sehe nicht fünf Finger, es wären dann mehr, definitiv. Außer man sieht zwei Hände. Ja, vielleicht wisst ihr das. Das wäre eine tolle Hilfe. So, nun packe ich meine Sachen und ich freue mich auf zu Hause. Auf mein Bettchen oder auf mein Sofa. Oh, Mann, ich hätte dich voll vergessen, beziehungsweise ich wollte hier. Oh, Jemine. Ja, dann im nächsten Video, ne? Hier steht's. Ich wollte noch eine Pflanze zeigen, die meine Mutter mir mitgebracht hat. Oh, eine Amsel. Na, so mal hinterher. Mittlerweile lassen die mich ja zu. Die sind immer zutraulicher. Man hört sie gerade. Hallo, wo bist du? Hier kommt der Tiernerver. Ah, die hat sie schon. Die ist mir auch mal. Da ist sie. Hi. Da tigert sie rum. Ich möchte euch mal was zeigen. Komm, alle, die dran geblieben sind, habt ihr jetzt das Glück? Also, nicht wundern für das, was ich jetzt mache. Ich halte mich da generell da, konntet ihr das auch hören? Das war die Mutti. Ja, sie hat sich halt den schlechtesten Platz ausgesucht. Und ja, hier ist mein Bunker. Moment, muss ich mal ein bisschen so machen. So, und hier oben, das war eigentlich fürs Dach gedacht, hat sich dieses hineingemacht. Ich möchte jetzt auch nichts berühren, aber ich möchte euch vielleicht mal ein paar Einblicke geben, wie es da oben gerade aussieht. Ich möchte aufpassen. Die Amseln kennen das schon, ich packe den auch mal vor dahin, also nicht wundern. Und da tut sich was. So, mehr kriegt ihr nicht zu sehen. Und jetzt bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Danke an euch alle da draußen. Danke, danke. Echt heftig, was da gerade alles so passiert. Okay. Tschüss, tschüss und weg.